Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Folge Nummer 23. Ja, wir möchten heute mit Factory Tech versuchen, so weit wie möglich zu kommen, wenn es sogar geht, abzuschließen. Haben jetzt mal hier ein paar Drawer aufgestellt und habe mal die ganzen Komponenten reingeschmissen, dass ich immer mal sehe, was ich habe. Und habe die da, die wohl noch nicht gebrannt waren, noch schnell gebrannt, dass wir mal etwas weiterkommen. Des Weiteren habe ich mich mal informiert und ich sollte mir öfters selber glauben. Es gibt doch dieses schöne Buch hier, ne? Instruction, und darum habe ich das auch nicht ignoriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann steht jetzt dort The Basics und dann drücke ich einfach nochmal drauf und ich habe hier den Hauptteil. Da gibt es jetzt hier Maschineninfo, das ist nicht nach Alphabet sortiert. Aber das ist der Tempering Oven und hier drin steht jetzt halt dann, genau hier, dass man halt genau klicken muss, sonst wird das Teil zerstört. Also dieses Pff hat immer geheißen, ist jetzt kaputt. So, das heißt jetzt, wir gehen jetzt mal hin, wir schmeißen dieses Teil rein. So, und jetzt sieht man, wie hier sich die Temperatur aufbaut. Darum auch ein Block. Man wartet und wartet und wartet. So. Und ich hatte 2 Sekunden Zeit, da drauf zu klicken. Das ist nicht leicht. Ich habe schon gesagt, da wird jetzt einiges an Eisen drauf gehen. Mir ist aber auch noch nichts eingefallen, wie man das automatisieren könnte. Also ich weiß, dass man einen Timer hat und den einstellen kann und das einigermaßen ja ausrechnen. Ja, aber das bringt einem nichts, wenn... Also da passiert nichts, wenn man den macht, dann baut er halt neu auf. Spannend. Ganz spannend. Und ich war wieder zu langsam. Das ist, nervig, habe ich schon mal gesagt. Aber ich habe schon einmal gedacht, darum weiß ich es, dass es geht. Also Ingots schaffe ich nicht. Gar nicht. Blöcke, ja. Hey. Ich vernichte gerade mein komplettes Eisen. Ich habe schon gesagt, ich bin schon beim Überlegen, ob ich so eine Falle draufstelle. So ein Button. Also, da höre ich jetzt mal auf, weil ich bin zu doof dazu gerade. Also, da habe ich ja bei den Ingots bessere Chancen. Hatte ich gestern Glück. Ja, Glück muss man haben. Ja, also, ich habe davon Temperate Iron Ingots, habe ich davon 2. Ja, also, ich kann zwar nochmal gerne gucken, ob hier nochmal was drin steht. Wenn ihr eine Idee habt, haut's mal rein. Also, hier steht ein bisschen was, ne? 79 Ticks. Ich müsste jetzt nur
einen Redstone, eine Redstone-Schaltung hinkriegen. Randomizer bringt mir nichts. Der Repeater bringt mir nichts. Der Comparator, weiß ich nicht, ob man was bringt. Das Redstone Relay kann ich nicht bauen. Advanced Redstone Repeater. Redstone Activator. Also bei Project Red wüsste ich jetzt genau, was ich nehme. Da gibt es so einen Schalter, wo man hingehen kann und sagen, okay, wenn du ein Redstone-Signal gehst, dann schalte das Ding aus. Und wenn du dann wieder das Redstone-Signal kriegst, schalte es wieder ein. Aber mir sagt es gerade bei der Standard-Redstone-Schaltung nichts. Dafür habe ich damit viel zu wenig rumgespielt, viel zu viel Mods gespielt. Redstone Extractor. Und vor allem, ich müsste den ja so aktivieren, dass der mir nicht mein Redstone-Signal aktiviert. Aber wenn ich jetzt hier einfach einen Timer hinstellen würde und sage nach 69 Sekunden, Moment. Naja, okay. Weil das Problem ist ja, der andere ist ja nicht permanent. Es kann auf jeden Fall ein Schalter permanentes Redstone-Signal geben. Ist gerade kompliziert. Wie viel Eisen habe ich überhaupt? Ich muss mal schnell gucken, wie viel Eisen das ich habe. Ich habe noch 18 Blöcke. Das Schlimme ist aber, ich brauche 6. Es reicht hin und vorne nicht. Also ich muss mir da auf jeden Fall was überlegen. Werden wir aber heute definitiv nicht mehr hinkriegen. Aber ich möchte ja die, was haben wir denn hier noch? Combustion Collector, nee, das ist leider nicht. Also wie gesagt, Tempering Parts, diesen oder kann, das ist ein, nee, Tempering Ofen, den habe ich ja, ne? Das ist genau der, ja. Den haben wir. Genau, und dann als zweites hat er Temperate Iron. Ja, und wie gesagt, geschafft habe ich es, glaube ich, einmal. Genau, zwei Stück habe ich rausgekriegt. Entweder muss ich dann mal rumspielen, oder wie gesagt, ihr schreibt mir mal rein, ob ihr da eine Idee habt. Vielleicht hat auch Factory Tech was noch dabei. Was wir auch noch rauskriegen. So, also, dann hätte ich gesagt, Separating Gravel ist ein Magnetic Centrifuge. Halt. Ja, meine Edge-Taste geht wieder. Yay! Ja, ging vorhin nicht mehr. Man freut sich über Kleinigkeiten. Und zwar genau, den Magnetic, dafür brauche ich die Zentrifuge. Habe ich die nicht mehr? Habe ich die aufgestellt? Weggeschmissen? Also einstecken habe ich sie nicht mehr. So, ich packe dich mal hier hin. Ich habe keine Zentrifuge mehr. Nee. Oder? Ich habe sie nicht gesehen. Ja, bin ich blind. So, das kann ich auch mal rauspacken.
Das packen wir auch hier rein. Nickel und Eisen habe ich zwei. So, dann heißt es jetzt, wir brauchen als erstes die Zentrifuge. Das heißt, ich brauche schon mal ein paar Planks. Ich brauche ein Basic Gear. Das habe ich nicht. Metallcutter. Und das Schöne ist, Broken Part. Das haben wir dann auch gefunden. Das heißt, ich brauche jetzt wieder mein Habe ich Nickel? Ja. Komm, machen wir gleich 4. Alte Maschine? Grindstone. Okay. Okay, schön. So, da kommst du jetzt da rein. Kannst du wieder arbeiten. Und der Scrub Furnace, der kann auch wieder arbeiten. Der Vorteil von dem Mod ist, habe ich festgestellt, man braucht nicht so viel, weil wenn man die alten Komponenten kriegt, ne, jetzt habe ich, wie gesagt, jetzt kriege ich 8 Nuggets raus. Man hat 9 Nuggets investiert. Man muss sie halt wieder zurückcraften. Das ist das Einzige, was man machen muss. Also ein Nugget hat man verloren. Das ist ja eigentlich nix. Danke. So. Okay. Dann brauche ich jetzt Lala. Wie Sie sehen Sie nicht. Jetzt mache ich gleich wieder ein Timeout. Dam, 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 dam. Ja, waiting for server. Weiter weg. Lele. Ja, so ganz stabil habe ich festgestellt, ist es nicht so ganz. Wie gesagt, ich habe auch ein bisschen was an den Mods rumspielen müssen. So, falls sich einige wundern, es hat jetzt, glaube ich, gerade einen Hardcut gegeben. Ich habe da nämlich definitiv mal wieder ein Timeout bekommen vom Server. Also deswegen könnte es sein, dass da jetzt ein kleiner Hardcut drin war. So, du kommst da rein. Ich brauche mal wieder ein Gear. Basic Gear, achso, Metallcutter war das. Wir machen gleich 4. So, da kommt auf jeden Fall mal einer da rein. Du kommst da rein. Ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder ein Timeout gibt. So, okay. Also, ich brauche drei Holz. Da brauche ich doch mal eine Schüssel. Glaube ich zumindest. So, das waren 3 Holz. Dann war das für den da ein Basic Gear, 2 Iron. So, ein Basic Gear.
2 Iron. Dann war das, glaube ich, auch noch einer von denen. Bin schon wieder blind. Da ist er. Okay. 2 Iron und ich brauche noch einen Motor. Motor. Das ist Nuggets, Standard Wire, Nickel. Ich mach gleich mal 4. L. L. LOL. Hammer. Und wir haben eine Zentrifuge. Die räume ich auch gleich weg. So, und die Zentrifuge muss ich jetzt nehmen. Mittig. Dann brauche ich die Nummer 4 und 2 Magnete. Der war natürlich total intelligent, weil das war die 3. Das ist die 4. So, 4 und 2 Magnete. Und ich habe den Magnetic Centrifuge. Haben wir diese Quest. Abgeschlossen. Sehr schön. So. Dann hätte ich gesagt, dann machen wir die Charging Cores. Also die zwei hätte ich gerne noch. Also den Core Charger. Das bist dann du. Ups. Dafür brauche ich einen Temperate Iron Ingot. Ja. Das heißt, wenn man den nicht kriegt, baut man das Ding auch nicht. Sondern brauche ich 4 Obsidian. Ich brauche eine Batterie. Kommst dahin. Dann brauche ich von dir 2, nicht 3. Oder? Jo. Und 4 Obsidian. Die habe ich jetzt aber bestimmt oben. Jawohl. Können wir auch gleich uns schnell hinlegen. Regenwetter zurücksetzen, falls es mal wieder regnen sollte. Ich nehme mal gleich 6 Stück mit. Ich glaube, ich brauche nämlich für den nächsten nochmal 2. Daumen drücken, dass ich nur 2 brauche. Sonst laufe ich halt wieder hoch. Und klack, klack. Und den Core Charger haben wir auch. Das ist das Schöne. Ich habe mal wieder eine farbige Linse bekommen. Sehr schön. So, und der Stabilizing Core. Davon brauche ich einen und ich brauche stationäre Magnete 4 Stück. Stabilization Table. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt für dich 2 Obsidian. Ich brauche die Nummer 4. Mit Batterie, 2 Magneten. Okay. Dann hätte ich gesagt, gehen wir erstmal Magneten spielen. Edel, 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 wir klecken uns zu Tode. Ich hoffe, dass ich dann gleich beide habe. Dankeschön. Dann brauche ich die Nummer 4. Ich brauche 2 Dias. Oh, Gott sei Dank, nach unten. Okay. Habe ich alles? Nö, Batterie habe ich nicht. Bitte sag mir jetzt nicht, dass das eine Advanced ist. Standard. Danke. Also, den haben wir.
Und jetzt brauchen wir noch diese vier Magneten. Stationary Magnets. Das heißt, ich brauche jetzt 3, 6, 9. Ne, ich brauche 12. Ich brauche mehr. Ich brauche viel mehr. Redstone. So. Nein, ich brauche 12 Eisen. Das wird jetzt ein Geklicke. Das hätte ich auch gern automatisiert. Geht nicht. Hoffentlich wird es dem... Ja doch, eigentlich. Dem Eisen muss schwindlig werden, damit es magnetisch wird. Ein Getriebemotor. Ich hätte gerne einen Elektromotor. Ich habe erst 4. Gott. Was? Achso, musste raus. Okay. Wir drehen im Kreis. Ich hoffe, es wird keinem schwindelig. Ja, 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 ja. Dim, 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 dim. Oh. Hab die Maschine kaputt gemacht. Broken part. So. Also irgendwie bin ich auch froh, ne, wenn ich von dem Mod weg bin. Er ist witzig, er ist ganz witzig. Mit sowas könnte ich viel Blödsinn anfangen. Aber wenn man das dann alles selber gespielt hat, überlegt man sich das dreimal. Will man dann wirklich so viel Blödsinn machen? So, in der Zeit, wo ich hier wegen rumhebel. Ja. Ja, ich schätze mal, ich kann hier rumhebeln, wie ich will. Der letzte wäre nie gekommen. Weil 4. Danke. Gott. 1, 2, 3, 4. Was down. Ich habe das nicht abgezählt. Kann vielleicht mein Kopf gewesen sein, aber ich nicht. So, Energy Core. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt ein Pattern Nummer 2. Ich brauche einen Obsidian Weasel. Das kommt in den Drill Grinder. Ich brauche für die eine Quest 4 Stück. Das heißt, wir holen uns jetzt mal 4 Obsidian. Drill Grinder. So. Da rein. So, Motor kaputt.
Gott sei Dank, er hat alle vier gepackt. So, Labis Powder habe ich auch schon durchgejagt. Bei Blöcke gehen. So, der Energy Core. So, und ich merke gerade, ich brauche dann Energite. In Compressing Chamber. Du bist ein Compressing Chamber, aber du bist kein Energite. Energite mach ich im Fluid Agitator mit Sulfuric Acid und flüssigen Glowstone. Nochmal. Dich mache ich wo? Sulfuric Acid. Der macht Propan. Der macht Sulfur. Liquid Sulfur, der macht es, okay. Ja, aber der macht da definitiv was anderes draus. Nee, Sulfuric Acid. Ah, okay. Alles klar. Das heißt, ich bräuchte hier oh Mann. Ich muss mir mal schnell was bauen. Ich brauche mal schnell ein Glas. Denn als Glas war hier. Dafür brauche ich nämlich dieses Focus Lens. Die macht beim Grindstone. Da lang. Also hier. Sehr schön. Und daraus macht man jetzt, glaube ich, einen. Ich hoffe, dass das. Ja. Ich habe das noch richtig im Kopf gehabt. So, eine Magnified Lens. Magnifying Glass, nicht Lens. So, wenn ich jetzt hier drauf klicke. Geht das nicht. Das geändert. Wann hat er das geändert? Also früher hat man mit dem Ding einfach drauf geklickt und dann hat man gesehen, ah, okay, wo ist Eingang, wo ist Ausgang. Ja, mein Problem ist jetzt halt, ne, ich muss jetzt das Zeug irgendwie hier rauskriegen. Und ich vermute mal, das mache ich hier. Wenn ich jetzt das Ding aber abbaue, ist es leer. Aber der Tank ist schon leer. Du gehst auch mal weg. Danke. So, ich habe noch Pipes. So, ich muss jetzt noch mal gucken. Ich brauche dieses Energite. Sulfuric Acid. Wie komme ich an dieses Liquified Glowstone eigentlich ran? Dafür brauche ich ein Crucible. Okay. Crucible ist einfach ein Cauldron. Ein Heating Element.
Netherrack. Da hinten, ich hoffe genügend. 52. Also brauche ich davon mal 8. Dann brenn mal, dann gehen wir mal hoch. Wie viel brauche ich? 4, ne? Kaltränder brauche ich 7. So schnell verschwindet Eisen. Das heißt, ich muss demnächst mal wieder richtig Eisen produzieren. So, auch die Obsidian habe ich gesagt. Das heißt, ich muss meine Falle da hinten jetzt auch mal langsam automatisieren, weil es ist nervig, dass ich die ganze Zeit da hin und her rennen muss. Also, das heißt, wir haben jetzt hier zweimal Obsidian. Wir haben hier den Cauldron. Das Heating Element fehlt noch. Und ich brauche noch die Nether Bricks. Habe ich. So, Crucible habe ich auch. Wird auf jeden Fall spannend. So. Den muss ich auch noch wegmachen. Verbunden hätte er sich. Ich brauche jetzt dann aber nochmal einen Fluid Agilator. Was kostest du mich? 3 Tanks, Mixing Blade, Motor. Ich brauche noch einen Tank. Ja. Okay. Das ist jetzt nicht so teuer. Wie gesagt, beschwindet nur gerade mein Eisenvorrat. So, Tank Nummer 4. So, dann brauchen wir jetzt dieses Mixing-Dings da. Schaut aus wie ein Kreuz. Das ist der hier. Das sind 4 und ein Nickel. Haben wir. Okay. Also, habe ich das Mixing Blade. Dann habe ich 3 Tanks. Und es ist 2 Eisen. 1, 2 Nickel und einen Motor. Bin ich froh. Das aufräumen, das rausnehmen. So, du kommst dahin, du kommst dahin. Und von dir brauche ich noch 2. So, haben wir einen Fluid Agilator und ich brauche noch 2 davon. So, das heißt, du kommst jetzt daher. Jetzt bin ich immer gespannt. Das würde auch gehen. Kann ich meinen Tank da wieder herstellen? Mach mal so. Ich habe da noch nichts reingebaut.
Bin ich nicht böse drüber. So, da kommst du jetzt nämlich hier hin. Der Crucible kommt hier hin. Nein, kommt er nicht, der kommt einen weiter. Denn ich brauche von dem da gesagt, ich hoffe, dass das funktioniert so. Ich weiß es nur nicht, zieht er jetzt einen Ast raus, wenn ich wenn der angeschlossen ist, oder zieht er schon vorher raus? Ja, ich kenne meinen Fehler. Der stellt ja kein Sulfuric Acid her, sondern der verbraucht es ja nur. Der stellt das Sulfuric Acid her. Gott sei Dank noch ein bisschen überlegt, ne? Oder mal das Hirn eingeschalten. Also da einfach mal das Ding rausnehmen. Dann heißt es jetzt für mich, ich muss jetzt dich hierhin klemmen. Mixer Motor Circuit Nummer 4. Ich Nummer 4. So, dich rein, dich rein, dich rein. Dann kommt der Tank, kommt wieder dahin. Du kommst wieder dahin. Du kommst wieder dahin. So weit, so richtig. Okay, dann heißt es jetzt, wir haben jetzt den da. Das heißt, ich brauche ja jetzt für Sulfuric Acid, Liquid Sulfur und Wasser. Habe ich da rein zufälligerweise, habe ich. Ich weiß noch nicht mehr, ob das so richtig ist. Wir werden es gleich sehen. Ich glaube, ich hätte auch Wasser oben holen können. Egal. So, das war das da.
Liquid Sulfur. Nee, das macht der da. Der macht Liquid Sulfur, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja, muss ich nur noch wissen. Wie habe ich da mal Wasser reingekriegt? Ich weiß, wenn man es nicht mehr weiß. Ein Tank? Oder? Nö. Ups. Danke. Mal da weg. So geht's auch. Ab und zu mal nachdenken. Funktioniert ab und zu. So, okay. Also. F7. Sicher ist sicher. So, das heißt, wir haben jetzt hier ein bisschen Sulfuric Acid. Und jetzt brauchen wir noch Liquefied Glowstone, aber dafür brauche ich ja auch natürlich nochmal einen Tank. Das heißt, ich brauche dafür eine Pipe, ich brauche dafür Kupfer. Ich hoffe, dass ich Kupfer noch vorne habe. Habe ich. So, sehr schön. Und ich brauche jetzt noch diesen Extraction Pump. Das schätzungsweise ich tue mal auch wieder umschütteln. Davon drei. Davon vier. Yay. Pisten habe ich. Waren es drei Nickel und eine Pipe. Perfekt. Toll. Davon habe ich jetzt natürlich nichts mehr. Nickel. Genau zu dem Zeitpunkt, wo man hofft, dass der letzte auch noch geht. Nö. Gib mir mal noch mal ein, bitte. So. Sind vier Stück. So, dann brennen mal. Brauchen wir noch zwei Redstone. Die kommen dahin. Eins, zwei, der Rest kann brennen. So, Heating Hammer. Und was war das zweite? Mixer. Okay. Ich bin ja froh, dass gerade fast kein Eisen draufgegangen ist. So, okay, wir sind in den letzten Zügen. Genau, den habe ich jetzt abgerissen. Und dann kommst du jetzt daher. Nein. Du kommst jetzt daher. Dann kommst du jetzt da. Na, ja.
Kommst du dahin? Da kommen die zwei Sachen rein und die Pipe kommt hier hin. So. Und ich brauche ja für den Energite Liquified Glowstone. Das holen wir jetzt noch schnell. Mal wenigstens eins. Vielleicht funktioniert's, vielleicht funktioniert's nicht. Irgendwas passiert? Ich hätte mal vier holen sollen oder so. Also holen wir jetzt noch drei. Wenn ihr jetzt auf jeden Fall mein Countdown nicht gehört habt, hat alles super funktioniert. Jawohl. Ah, ich brauche noch einen Monster Dust. Darum geht's nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich eins da habe. Ich glaube, die habe ich hinten. Dann machen wir schnell hinter. Monster Dust, danke. Schauen wir mal, wie viel das mal rauskriegen. Au. Ein Monster Dust. Ein Monster Dust. 400 Millibucket habe ich drin. 200 Millibuckets waren das. Und was brauche ich für die Energy Core? 250 Millibuckets. Okay, also für vier Stück 1000. Das heißt, ich brauche noch von dem halt. Ich habe jetzt 800. Und wie viel von den Glowstone brauche ich? Hm. 100. Ich schätze mal. Hat mal rausgekriegt. Ja, ist ja gut. Kommt schon. Schaffen wir jetzt noch. Da rein. Und klack. Und klack. Oh, 1000 sind drin. Machen wir ein bisschen mehr, ist auch egal. So, ich brauche auf jeden Fall dann beim nächsten Mal, ja, wir müssen ja dieses Zeug hier, also das heißt, ich brauche dann einen Compression Chamber nochmal, einen zweiten. Ich möchte den nicht da hinten platt machen. Da haben wir jetzt dann auf jeden Fall einiges geschafft. Genau. Ja. Er hätte gesagt, wir haben für die Folge genügend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.